Xavitar, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir brauchen eine Sicherung für Xavitar. Mann gewöhnlicher Stärke und eine Hantel. Wir haben eine Hantel. Eine Hantel wiegt was. Wir probieren es ganz einfach mal. Hey, Hallöchen, Valk. Wie geht's dir? Schön, dass du dich mal wieder blicken lässt. Mein Depp. Du kannst gerne sofort einsteigen und miträtseln. Ja? My best guess is 225. Ach, der Mistkerl. Der kennt die Hantel. Aber vielleicht kann ich ja die Hantel verschwinden lassen. Get ready for the Magic Act Hog Traders Weekly Call. Mind numbing and has nothing to do with selling pigs. Now you see it. Now you don't. Don't try this at home. Magnifico! The Magnificent! Magnifico! The Magnificent! So! Jetzt hast du keine Chance. Your weight is exactly 175. I win again. Hey, that's not possible. I always guess right. This carnival game is now closed while we investigate tampering without tampering. Please leave. Gib mir das Ticket, genau. Halt die Klappe, du hast verloren. Das war gut. Sieg. Fehlen noch zwei Tickets, ne? Zwei Tickets bis zum Bär. So, wunderprächtig. Die Frage ist, wo kriegen wir die her? Wir haben den Lukas. Hier gibt es noch ein Ticket, da ist er noch da. Hammer zu klein. Wir könnten gleich noch mal hochgucken zu dem Mann gewöhnlicher Stärke. Was der uns noch zu bieten hat. Und hier drüben waren wir auch noch nicht. Das Unglücksrad. Was gibt's denn hier oben? Ah, guck mal, was wir da gesehen haben. Einen Vorschlaghammer. Der ist doch genau das Richtige für den Lukas. Das war bestimmt nützlich, wenn wir an die Sicherung wollen. Glaube ich. Okay. Wir lassen den Hebeli mal hier stehen. Das scheint immer wieder aufzugehen. Die Frage ist, wenn ich mich jetzt von der anderen Seite hochbegebe, an dem gewöhnlichen Mann vorbei, müsste ich ja theoretisch dorthin kommen, wo gerade der Hammer lag. Und zu diesem Sicherungskasten. Das macht Sinn. Mhm. Exotisch bekleidete Tänzer. Da haben wir die Groupies. Ah, hier haben wir die Sicherung. Leerer Sicherungskasten? Wieso leer? Ich dachte, hier kriege ich die Sicherung. Hm. Alles der Geier. Naja, wir nehmen erstmal den Vorschlaghammer mit und gewinnen beim... Na? Nein, wir kommen nicht an den Groupies vorbei. Ach, Mist. Passiert ja auch nichts. Wo kommen wir hier hin?
Achso, nee, das war wieder. Take your chance with Lady Luck. Spin the wheel and guess the color. If you're right, you win a ticket. Wir sollen eine Farbe raten und dann. And the color is red. Better luck next time. Das könnten wir unter Umständen mehrmals machen. And the color is blue. Better luck next time. And the color is blue. Better luck next time. Rot, blau, blau. And the color is blue. Better luck next time. And the color is green. Better luck next time. Müssen wir hier etwa auch bescheißen? Die Frage ist wie. Wie bescheißt man bei so einem Ding? And the color is red. Better luck next time. And the color is blue. Better luck next time. Ich glaube, der Trick ist, dass nie die Farbe kommt, auf die wir gezeigt haben. Better luck next time. And the color is red. Gut. Better luck next time. Das haben wir jetzt oft genug probiert. Die Frage ist, wie bescheißt man beim Glücksrad? Kannst du den Wahrsager fragen, welche Farbe kommt? Das macht Sinn. Das ist nicht doof. Allerdings hat der Wahrsager im Sicherungskasten keine Sicherung. Und ich habe noch keine gesehen. Na, hier hast du ja Xavitar. Er hat einen leeren Sicherungskasten und keinen Strom. So, das ist der einzige Sicherungskasten, den ich noch gesehen habe. Der war oben beim Generator. Und da hängt leider keiner dran. Da ist keine Sicherung drin. Ich kann aber theoretisch mal... Ich könnte eine Runde mitfahren. Siehst du, da gibt es nämlich schon was zu entdecken. So, und da haben wir ihre Unwissenheit vortäuschen. Wie Unwissenheit vortäuschen? Das verstehe ich nicht. Unwissenheit warum? Das sind Räuber und die nehmen mit irgendjemand Reiches. Keine Ahnung, also bis jetzt muss ich sagen, ist mir unser Ritter sehr sympathisch. Wahrscheinlich sympathischer als irgendein echter Ritter. Klopp. Lebt der Stream nur bei mir ständig neu? Oh Mann, scheiße. Na, das ist sehr, sehr gut möglich. Ich weiß aber auch noch nicht, woran das mit der Quali hier liegt. Beim einen geht's, beim anderen nicht. Aber letztes Mal schien es ja bei dir auch funktioniert zu haben, oder Valk? Alles klar, also wenn es bei allen dreien hängt, dann muss ich nochmal eine besondere Quali machen. Moment. Wir machen einfach Folgendes. Ich mache eine kurze Pause. Und dann stelle ich hier dabei alles um. Und dann gleich sehen wir uns wieder. An der gleichen Stelle, okay? So, da sind wir wieder. Also, Quali ist jetzt nochmal runtergestellt. Er rendert gerade runter. Müsste theoretisch gleich besser werden bei euch. Ich mache dabei mal wieder ein Bild hier. Tja, da sind wir wieder. Hallo zusammen, kurzes Feedback von uns, leider aber noch nichts zu sehen und zu hören. Ja gut, ihr, ja,
Bei euch lief's ja noch nie. Das ist ja was anderes. Bei euch lief's ja bisher noch nie. Na, das ist super schade, aber irgendwann kriegen wir das auch hin, dass ihr mitgucken könnt. Trotz kleiner Leitung. Aber ihr habt es ja gesehen. Als ich ganz runter gedreht hatte, habt ihr so ein bisschen Bild bekommen. Allerdings sah es dafür die anderen grausam aus und ihr hattet trotzdem ruckeliges Bild. Deswegen, das macht keinen Sinn. Das macht leider keinen Sinn. Na? Bei Bauk läuft's. Sehr gut. Wenigstens einer. So soll's sein. Upp. So. Verdammt! Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass es mit der Zange, mit dem Schraubenschlüssel geht. Gut. Ich brauche eine Idee. Was ist denn hier los? Vielleicht sollte da eher der Hebel hier runter, oder? Ich schmeiß mal das Amulett hier hin. So. Konntest du nachts da ruhig schlafen? Nein. Ich sterbe. Nein, ich hatte keine Chance, nachts da ruhig zu schlafen. Also das hat noch ein ganzes Stück gedauert, bis ich da dann wieder in der Lache war, Ruhe zu fassen. Nee, es lag vor allem daran. Ja, Sarah brauchte auch eine Weile, um wieder runterzukommen. Nee, das war bei mir genauso. Allerdings gab es bei mir dann noch was. Und zwar hatte ich mich gefreut, das Ganze dann auf YouTube mit hochladen zu können. Und die halbe Aufnahme war weg. Blöderweise die halbe Aufnahme, in der ich Slender aufgenommen habe. Und das hat mich dann auch noch ein bisschen geärgert. Und deshalb war da nicht wirklich was mit Schlafen. Da war ich leicht aufgebracht noch. Ein ganzes Stückchen. Jo. Aber seitdem haben wir ja doch zwei, dreimal gestreamt. Und ich muss sagen, mittlerweile fitze ich mich hier so ein bisschen in die Technik rein. Es wird. Wofür denn das Danke? Ach so, einen schönen Abend. Sau, Mensch, wo geht's denn hier überall hin? Nein! Jetzt habe ich das Teil dort oben abgelegt, jetzt hätte ich es mitnehmen müssen. Ach, das ist doch scheiße. Der Wahrsager für die Farbe und die Sicherung für den leeren Kasten bei den exotischen Tänzern. Das ist richtig! Aber ich habe leider beides noch nicht. Ich brauche ja die Sicherung erst für den Wahrsager, dann für den Kasten. Aber erstmal müssen wir gucken, wie wir an die Sicherung rankommen. Erstmal müssen wir wieder zurück den blöden Schraubenschlüssel holen, um das hier zu machen. Oh, es gibt ein Bild vom Hillbilly. Sein bester Freund. Toll. Das ist der gleiche Bär, der oben hängt, den wir holen müssen? Nö, ne? Das ist ein anderer pinker Teddy. Jo. Dann machen wir uns mal nützlich, holen den Schraubenschlüssel. Warum ich den nicht mitgenommen habe? Bescheuert. Das Herzamulett ist wahrscheinlich völlig dämlich, dass wir das mitgeschleppt haben. Ah, hier gibt es wieder was für die Zwillinge. Nicht ganz nach Plan. Okay.
Jetzt würde ich doch zu gerne das fehlende Bild sehen. Ach, ich ärgere mich, dass wir das nie aufgesammelt haben. Dass wir das zu spät gesehen haben. Also, der Stuhl ist umgefallen, der Vater sitzt unten, Lampe ist unten, die beiden kichern. Und er sackt ein bisschen rum. Könnte sein, dass sie ihn vom Stuhl geschmissen haben. Könnte sein, dass er die... Oder er wollte die Lampe anbringen und sie haben ihn runtergeschubst. Das könnte sein. Er wollte die Glühbirne neu anbringen und sie haben ihn runtergeschubst. Teuflische kleine Racker. So, lass mich raten. Ich habe den Schraubenschlüssel ganz oben neben dem Riesenrad abgelegt. Dort, wo es sein sollte. Natürlich, sieht ganz straff danach aus. Super schlau. Wenn der da nicht liegt, habe ich jetzt ein Problem. Ne, da ist er. Sehr gut. Und wieder zurück. Das Problem ist ja, dass man sowas nicht weiß. Ah, das war der Magnifico. Von dem haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchten. Jetzt gehen wir erstmal wieder eine Runde schwimmen. Hup. So. Und ab wieder ins Tauchbecken. Jetzt wollte ich Valk fragen, wie konntest du denn nach Slender schlafen? Aber du hast ja wirklich nur den letzten Schocker mitgekriegt, oder? Bist du im Abspann gekommen? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall relativ zum Schluss. So, jetzt drehen wir irgendjemanden den Saft ab. Das sind hier oben, die Feuerwehr ist das. So, hier hinten hat man, glaube ich, alles geholt. Mehr gab es ja nicht. Ne. Was ich natürlich vergessen habe, ist das Telefon wegzulegen. Das heißt, es könnte unter Umständen das ein oder andere Mal noch dieses lustige Handyknacken kommen. Also da nicht wundern. Das Einzige, was ich von Slender gesehen habe, war ein Gesicht und dann war es schwarz. Ja, das dachte ich mir. Das war so ziemlich das Ende. Der letzte Schocker und in dem Moment ging es Hallöchen von dir. Hast du was verpasst? War sehr lustig. Ich würde dich ja gerne aufs Video verweisen, aber das ist ja weg. Scheiße. So, was wollten wir machen? Feuerwehr. Die Tratrullala, die Feuerwehr. Na? Hoffentlich war das überhaupt richtig. Hat sich nichts geändert, was soll das? Okay, an ihr komme ich noch nicht vorbei. Das wird doch nicht das Problem sein, diese zwei scheiß Tickets noch zu holen. Übrigens, totale Freigabe, ne? Ich nehme alle Tipps an. Von wegen, ich will selber rätseln oder so. Nein, ich bin schlecht. Ich weiß nicht mehr, wie weiter. Wir müssen die Sicherung dann oben aus dem Kasten rausbekommen. Das ist, hat oberste Priorität. Und das ohne im Strom zu sterben. Denn mit der Sicherung kann man sowohl das Rätsel da unten lösen, als auch den Vorschlaghammer holen und Hau den Lukas gewinnen. Und das sind genau die beiden Tickets, die uns noch fehlen. Schwupp, 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 schwupp.
So. Ich kann bloß mit dem Ritter auch noch mal eine Runde drehen und sterben, aber das ist, glaube ich, nicht Sinn der Sache. Wo ist eigentlich unser Brecheisen? Sollten wir nicht ein Brecheisen haben? Sollte nicht jeder ein Brecheisen haben? Ich gucke jetzt schon, ob es hier irgendwo noch was gibt, was man vergessen haben könnte. Gibt's nicht. Es gibt nur diesen Sicherungskasten. Der ist verbunden. Moment. Warum muss der immer am anderen Ende der Karte stehen? Ich mache den Generator aus. Dann ist hoffentlich der ganze Strom aus. Ich kann die Sicherung rausnehmen. Und dann kann ich sie dorthin setzen, wo ich gerne möchte. Plan. Soweit zur Theorie.